Ja, 18 Uhr. Willkommen zum heutigen Webinar FX Flat Strategie EMA Crossover. Ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Freue mich, dass doch ja so viele Teilnehmer jetzt auch anwesend sind, auch wenn wir gerade wieder einen Tag haben, wo wir ein schönes Wetter haben, zumindest hier in Ratingen. Techniktest haben wir gemacht, funktioniert soweit, wunderbar. Aufzeichnung läuft, werden Sie wie immer, wenn alles funktioniert hat, auch dann entsprechend in unserer Videosektion dann finden. Und wenn Sie gerade auf YouTube sich das angucken, dann wissen Sie ja, dass alles geklappt hat. Wunderbar, dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt, der natürlich sein muss. Und zwar einmal zum Risikohinweis. Bitte einmal kurz durchlesen und wenn Sie damit einverstanden sind, dann können Sie sehr gerne bleiben oder sich das Video weiter anschauen. Okay. Ja, was machen wir heute? Also, hier eine kurze Agenda. Wir besprechen ganz kurz die Definition von Indikatoren allgemein, Trendindikatoren und dann natürlich auch ja, die Definition der EMAs. Es wird relativ kurz gehalten, die Theorie. Ich weiß, man möchte immer lieber die Charts sehen und die Praxis dann entsprechend haben, aber das muss schon sein, damit Sie überhaupt verstehen, womit Sie hier auch agieren. Dann werden wir kurz auch die Strategie besprechen. Es ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Einfach mal kurz zusammengefasst und ja, dann schauen wir uns natürlich die Charts im MetaTrader an. Gut, also wenn Sie Fragen haben, ich werde natürlich den Chat immer wieder mir angucken oder ein Auge drauf haben. Je nachdem, wie sich das anbietet, machen wir dann am Ende eine Fragerunde. Sie können aber natürlich schon mittendrin Ihre Frage stellen. Und ansonsten, wenn es wirklich direkt zum Thema passt oder eine wichtige Frage ist, wobei alle Fragen sind wichtig von Ihnen, aber wenn es gerade zum Thema passt, dann würde ich natürlich zwischendurch mit reinnehmen. Okay, erstmal grundsätzlich, ich denke, das sollte dann auch klar sein, eine kurze Definition über oder von technischen Indikatoren. Sie sollten immer bewusst sein, oder es sollte Ihnen immer bewusst sein, dass die Indikatoren nichts anderes darstellen oder keine neue Information gewinnen, sondern die Informationen direkt aus den Charts holen, beziehungsweise aus den Kerzen. Ja? Und aus den Kursen werden dann letztendlich auch die Indikatoren berechnet. Also, hier auch geschrieben, Instrumente der Chartanalyse auf mathematischer Ebene, die eine bestimmte Entwicklung der Preise anzeigen. Und das ist wichtig zu verstehen, dass die Indikatoren keine neuen Informationen schaffen, keine neuen Erkenntnisse bringen, sondern einfach das, was wir eigentlich schon sehen, ja, die Kerzen, die letztendlich nichts anderes sind als die gehandelte Preisen, also Angebot und Nachfrage, das Orderbuch letztendlich entsprechen. Und das Ganze dann hier einfach visualisiert. Ja? Und ja, dann haben Indikatoren noch das Ziel, oder viele der Indikatoren, eben auf mechanischem Wege Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Das werden wir dann auch gleich sehen mit den gleitenden Durchschnitten. Und die haben noch den Vorteil, dass die uns anzeigen können, wenn wir das selber nicht erkennen, anhand der Kerzen, ob wir uns im Trendmarkt oder Seitwärtsmarkt befinden. Ja? Also grundsätzlich zu Indikatoren. Wichtiger Punkt ist hier wirklich, dass Sie verstehen, dass Indikatoren keine neuen Informationen schaffen. Ja? Das ist, wenn Sie das verstanden haben, dann ist der Umgang mit den Indikatoren auch ja, effizienter.
Dann ganz kurz zu den Trendindikatoren, weil die gleitenden Durchschnitte zu den Trendindikatoren gehören. Ja, ich hatte mal ein Webinar gehabt über Indikatoren allgemein. Da habe ich den Vergleich gemacht oder die Unterschiede hervorgerufen zwischen den einzelnen Typen. Wir werden heute uns nur mit den Trendindikatoren, also mit den Indikatoren befassen. Aber Sie kennen ja auch oder eventuell kennen Sie die sogenannten Oszillatoren. Hier als Beispiel zu nennen den RSI. Da ist Ihnen, glaube ich, schon mal begegnet der Begriff. Das lassen wir aber heute weg. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie sich das Webinar nochmal an. Ist bei uns auf der Webseite. Ja, hier nochmal ganz kurze Definition zu den Trendindikatoren. Letztendlich sagt der Name ja schon aus, der Indikator soll uns zeigen, ob zurzeit im Markt ein Trend vorherrscht oder nicht. Ja? Und gleichzeitig kann er uns auch angeben oder uns visualisieren, wie stark dieser Trend ist. Gleichzeitig, je nachdem, wie man den Indikator benutzt, hat man auch Ein- und Ausstiegspunkte. Dann habe ich hier noch Vorteile und Nachteile ja, aufgezählt, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, den sollten Sie immer auch berücksichtigen bei Ihrer Entscheidung, ob Sie den Trendindikator nehmen oder nicht. Das sollte schon erwähnt sein. Ein Vorteil hier, selbstverständlich, wie eben schon erläutert, zeigen laufenden Trend und Stärke des Trends an. Ja, das ist ja die Hauptaufgabe des Trendindikators. Und Nachteile, in dem Fall, es sind Trendfolger. Und bedeutet, dass der Indikator dem Trend hinterherläuft. Ja? Da springe ich nochmal zurück. Da kommen wir nämlich wieder zum Punkt, dass der Indikator nicht in der Lage ist, neue Informationen zu generieren, was wir nicht schon längst im Chart haben. Okay. Dann der zweite Punkt im Seitwärtsmarkt unbrauchbar. Kennen Sie ja, ne, wenn der Chart nicht wirklich sicher oder die Preise sich nicht entscheiden kann, der Markt sich nicht entscheiden kann, wohin er nun möchte. Und wenn wir dann uns nur auf den Indikator verlassen, werden wir ganz viele Fehlsignale generieren. Gleichzeitig ist das aber auch, ja, ich will nicht sagen Vorteil, aber kann uns helfen, eben diese Seitwärtsmärkte zu finden, ja, zu visualisieren, dass wir dann sehen, oh, okay, dieser Markt oder dieser Chart sieht sehr unsauber aus, da lasse ich lieber die Finger von, muss ich jetzt nicht unbedingt handeln. Ja, also ist ein Nachteil selbstverständlich, wenn wir uns nur auf die Indikatoren verlassen oder deren Signale handeln, ohne andere Sachen, andere Faktoren zu berücksichtigen. Gleichzeitig aber hilft es uns, eben diese Seitwärtsphasen zu erkennen. Dann noch als dritter Punkt, Lagging-Indikator oder Indicator, einfach ein verzögerter Indikator. Ja? Habe ich hier noch dazu geschrieben, gibt ein Signal, nachdem der Trend gestartet ist. Wie kommt das? Es kommt natürlich daher, dass der Indikator ja Daten braucht, um die Berechnung vorzunehmen. Ja? Und letztendlich jetzt in dem Beispiel eben gleitender Durchschnitt auch den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Das bedeutet, wir werden in der Regel, wenn wir den Indikator standardmäßig eingestellt haben, den Schlusskurs von der vorherigen Kerze nehmen, ja, beziehungsweise innerhalb eines Betrachtungszeitraumes. Das heißt, wir agieren immer mit historischen Daten. Ja, klingt jetzt natürlich, ich sag mal, sehr weit in der Vergangenheit, aber die letzte Kerze ist ja letztendlich auch schon vergangen. Logisch.
Und von daher wird der Indikator oder der Trendindikator niemals vor dem Kurs laufen, also niemals eine Information geben, bevor der Kurs es noch nicht gemacht hat. Das ist wirklich wichtig zu erkennen und zu verstehen, wie der Indikator auch funktioniert und was wir von dem Indikator als Information auch erwarten können. Dann kommen wir zu dem gleitenden Durchschnitt. Wir benutzen ja für diese Strategie den exponentiell gleitenden Durchschnitt. Allgemein zu den Durchschnitten ist hier zu erwähnen, dass Sie eben einen Durchschnittskurs innerhalb eines Betrachtungszeitraumes definiert. Und da gibt es verschiedene Typen. Und wenn wir den einfachen gleitenden Durchschnitt nehmen würden, ja, dann hätten wir hier das, ja, ist nicht wirklich ein Problem, aber dann hätten wir den Umstand, dass der älteste Kurs irgendwann aus dieser Datenreihe rausfällt. Ja, also wir hätten praktisch für die Berechnung immer eine, ja, eben einen Betrachtungszeitraum abgegrenzt. Okay? Und von daher werden wir hier oder werde ich hier für diese Strategie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt nehmen, weil bei dieser Form eben keine Kurse da wegfallen und die jüngeren Kurse ein höheres Gewicht beigemessen wird als den älteren. Bedeutet das für uns, dass der Indikator viel näher dran ist an dem jetzigen Zustand als eben ein einfacher gleitender Durchschnitt, ja, der letztendlich nur den arithmetischen Mittel bestimmt. Insofern haben wir hier zwei Vorteile. Einmal, wir sind näher dran an den Kurs, weil die jüngeren Kurse, die wir bekommen, einfach höher gewichtet werden. Und aufgrund der Berechnung, ich habe Ihnen mal hier die Formel auch dargestellt, müssen Sie natürlich unbedingt auswendig können, wenn Sie die EMAS handeln. Natürlich nicht. Sollten Sie, haben Sie mal gesehen, aber brauchen Sie natürlich nicht für den täglichen Trading-Alltag. Da ist es so, dass die älteren Kurse trotzdem mit in die Berechnung ja, genommen werden. Und von daher wir einfach hier eine, meiner Meinung nach, eine ja, viel bessere Information bekommen. Okay? Wichtig ist zu verstehen, natürlich nicht die Formel, aber dass die jüngeren Kurse eben höher gewichtet werden als die älteren. Gut. So, so sieht es dann letztendlich aus im Chart. Ich habe hier, da schreibe ich ihn auch mal kurz hier rein. So, dann das hier ist der 21er EMA. Ja, mit der Maus schreiben ist nicht so meine Stärke. Ich glaube, ich hoffe, man kann das erkennen trotzdem. EMA, ich kürze das natürlich ab. Also EMA einmal im Deutschen exponentiell gleitender Durchschnitt oder hier die Abkürzung für Exponential Moving Average. Ja? Ich werde jetzt bei EMA und manchmal auch GD sagen, gleitender Durchschnitt, damit Sie auch verstehen, was ich hier rede. Und der hier als Beispiel ist der 200er. So, EMA spare ich jetzt. Wird eh nicht zu lesen sein wahrscheinlich. Ja, Sie sehen, ja, der 200er gleitender Durchschnitt ist natürlich viel langsamer als der, oh Entschuldigung, das ist nicht der 21., sondern der 20. Oder 20er, nicht 20., sondern 20er immer. Ja? Sie sehen, der 200er ist viel, natürlich viel langsamer als der 20er. Und letztendlich für die Berechnung
könnten Sie dann sich das so vorstellen, dass Sie ab diesem Zeitpunkt hier zum Beispiel beim 200er die 20 Perioden zurückgehen und es wäre ungefähr hier, ja, ungefähr. Also das wäre der Betrachtungszeitraum, um letztendlich diesen Wert hier zu berechnen. Na, wie gesagt, auf die Berechnung sind wir auch gar nicht eingegangen, weil es auch für den exponentiell gleitenden Durchschnitt, wenn man jetzt nicht ein Mathematikgenie ist oder gewisse Begeisterung für Mathematik hat, nicht unbedingt für alle zu verstehen ist, aber muss es auch nicht sein. Und hier 20er betrachten wir natürlich hier die 20 Kerzen in der Vergangenheit. Gut. So, dann lösche ich das wieder und wir machen weiter. Jetzt kommen wir auch schon zu der Strategie. Jetzt Überraschung, der Titel des Webinars hat es ja, glaube ich, für den einen oder anderen schon ja, für ein kleines Fragezeichen gegeben. Wir handeln nämlich heute, oder ich werde Ihnen eine Strategie vorstellen, die Sie natürlich nicht übernehmen müssen und sollten. Das ist meine eigene Meinung. Steht Ihnen natürlich frei, die Information zu verwenden, aber das machen Sie dann ja, auf eigene Gefahr. Wir werden oder ich werde nicht denn das Kreuzen der gleitenden Durchschnitte handeln. Ja, warum nicht? Weil wir, wie ich auch vorhin schon in den Folien drin hatte, dass diesen Indikator eben dem Trend nachläuft. Was würde passieren, wenn wir denn das Kreuzen handeln? Wir wären in der Regel fast immer zu spät. Ja? Und ich habe trotzdem diesen Titel gewählt, weil das Kreuzen wichtig für uns ist, für unsere Entscheidung, für diese Strategie. Und das werden wir uns ja dann natürlich gleich angucken. Aber was bedeutet ein Crossover oder ein Moving Averages Cross überhaupt? Und zwar ist das dann im Chart oder die Situation im Chart, wo dann die beiden gleitenden Durchschnitte sich kreuzen. Und in der Regel oder einfach von der Logik her kann es ja nur sein, dass der schnellere gleitende Durchschnitt den langsameren gleitenden Durchschnitt in irgendeiner Weise kreuzt, ja, also entweder von unten nach oben, was ich ja hier auch geschrieben habe, und dadurch ein Kaufsignal generiert, ja. Andersrum wäre es dann, wenn der langsamere oder kurzfristigen gleitenden Durchschnitt den längerfristigen von oben nach unten kreuzt, dann hätten wir ein Verkaufssignal. Und das ist der erste Bestandteil der Strategie. Wir schauen eben, ob der oder wie die beiden gleitenden Durchschnitte im Verhältnis stehen und entsprechend suchen wir dann unser Setup aus. Ja, also für alle, die gedacht haben, wir werden tatsächlich hier einen Crossover handeln, muss ich leider enttäuschen, aber ich denke, das Ergebnis wird dann doch Sie darüber hinwegsehen lassen. So, dann habe ich hier noch geschrieben Setup, markttechnischer Ansatz und oder Rücksetzer. Jetzt keine Sorge, wir müssen jetzt hier nicht Großwetterlage bestimmen, wenn Sie schon mal was von Markttechnik gehört oder gelesen haben und die verschiedenen Phasen. Es soll uns einfach die Idee geben, okay, wir warten das Kreuzen ab und dann schauen wir, wann und beziehungsweise wie der Kurs wieder den Trend aufnimmt. Und da werden wir uns dann gleich genauer damit befassen. Und wie ich schon mehrmals jetzt gesagt, wir werden nicht das Kreuzen der EMAs handeln. Ja?
So, jetzt haben wir den gleichen Chart hier nochmal. Und als einfach mal als Beispiel, wie wir hier vorgehen würden. Wir können mal schauen. Also, dafür brauche ich meinen Stift nochmal. Genau. So. Wir haben hier einmal ein bärisches Kreuzen, also hier das ist der 20er und hier der 200er. So. Der 20er hat den 200er von oben nach unten gekreuzt, also für uns ein bärisches Zeichen. Und wir schauen, ob diesem Moment, ja, schauen wir nun markttechnisch oder einfach gucken wir nach Rücksetzer, Konsolidierungen, um eben wieder in den Trend einzusteigen. Wir kommen von hier oben, dann haben wir hier einen Trend gemacht. So, der läuft tatsächlich bis hier runter. Jetzt kommt er hier nochmal hoch. So, jetzt wäre das hier zum Beispiel ein möglicher Einstiegskurs für uns, ja. Der macht sogar nochmal hier, ich versuche mal eine andere Farbe zu definieren, vielleicht können Sie das dann besser sehen. Der macht hier sogar nochmal einen, 1, 2, 3, was uns die Möglichkeit gibt, noch unser Risiko noch kleiner zu definieren. Macht hier nochmal und dann geht er tatsächlich darunter. Also wir hatten einmal die Möglichkeit hier, also unser Einstieg ist hier, unser Stop hier hinzulegen. Dann haben wir hier einen Trend in Trend. Könnten wir hier sogar einsteigen. Unser Stop-Loss wäre dann hier oben, ja, was unser Risiko oder unser Stop-Loss viel geringer wäre in dem Moment. Und ja, hätten wir denn hier, weiß nicht, ein CAV von 2 zu 1. Ja, gut, Ausstiege ist ein anderes Thema, aber Sie hätten auf jeden Fall hier ein CRV von 1 zu 1 erreicht und sogar, wenn Sie diesen Einstiegspunkt genommen hätten. Okay? Ich hoffe, der Ansatz war jetzt klar für Sie. Wenn nicht, bitte einfach in den Raum, in den Chat reinschreiben. Gut. So, wie ging es dann weiter? Wir haben hier wieder ein Kreuzen, diesmal von unten nach oben. Ja, dann bedeutet ab hier, na, sollte eine Gerade sein. Ab hier schauen wir uns dann an, suchen wir nach unserem Setup. So, dann hat der Kurs das gemacht. So, und hier war tatsächlich nochmal einen kleinen Rücksetzer, aber der doch hervorsticht. Und wir hatten hier, hätten wir unsere Order reinlegen können, Stop-Loss hier drunter wäre erreicht worden. Ja? So, wenn Sie diesen Ausstieg hier verpasst hätten, dann hätten Sie, oder anders, wenn Sie den Trend etwas weiter definiert, sowas hier ist natürlich der kleinste Trend, den man dann in dem Moment handeln kann. Wenn Sie einen größeren gewählt haben oder wählen, dann würde der natürlich in Frage kommen. Ja, dann hätten Sie hier einen Einstieg, hier einen Stop, aber dann wäre auch, müssen Sie natürlich berücksichtigen für Ihr Risikomanagement, Risiko und Money Management, dass Sie hier einen etwas größeren Stop haben. Okay, so, der wäre dann auch erreicht worden. Jetzt ist die Frage natürlich, sollte man dann hier weiter handeln? Das ist dann, da müssen Sie natürlich andere Faktoren noch mit berücksichtigen. Wie ist denn überhaupt die höhere Zeiteinheiten und ist der Trend hier eventuell schon zu weit angelaufen? Wir können das uns das ein bisschen gleich im Chart angucken, aber wir belassen es da erstmal dabei.
wie das Setup überhaupt zu definieren ist. Ja? So, genau. Dann würde ich sagen, wenn jetzt keine Fragen sind, dann würden wir doch direkt in den Live-Chat springen. Okay. Sind keine Fragen. Ich werte das als positives Zeichen, dass wir auch alles verstehen. Gut. Dann schalte ich jetzt in den MetaTrader. Wunderbar. Okay. Ich habe hier einen, ja, einen nackten Chart, also ist gar nichts eingefügt. Und ich möchte natürlich den Teilnehmern zeigen, wie sie die gleitenden Durchschnitte in den Chart, also den Teilnehmern, die jetzt keine Erfahrung haben mit dem MetaTrader oder generell neu sind, kurz natürlich zeigen, wie sie die gleitenden Durchschnitte hinzufügen können. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, aber drücken Sie hier auf dieses Plus hier oben in der Werkzeugleiste, Indikatoren, und dann, wenn Sie den MetaTrader neu installiert haben, dann ist nicht unbedingt gesagt, dass der Moving Average auch hier in der direkt ausfüllbar ist. Deswegen gehen Sie unter Tendenz und dann werden Sie definitiv den Moving Average, also den gleitenden Durchschnitt, finden. Da klicken Sie einmal drauf und dann haben Sie hier verschiedene Möglichkeiten entsprechend einzustellen. Und ich benutze für diese Strategie entsprechend den 20er. Na, Sie können da die den gleitenden Durchschnitt so einstellen, wie Sie möchten, also farblich und von der Gestaltung her. Wir lassen das jetzt dabei, nur damit Sie was gesehen haben. Ich habe es auch in der Folie kurz angedeutet. Sie haben hier natürlich andere gleitenden Durchschnittmethoden und anwenden auf. Bedeutet einfach, welche Kurse oder welcher Kurs für die Berechnung herangezogen werden soll. Und in dem Fall ist das der Close-Kurs, also der Schlusskurs, und den verwenden wir hier. Es gibt, Sie sehen ja, verschiedene Kurse, die Sie für die Berechnung nehmen können. Gibt es durchaus auch Strategien, die den gleitenden Durchschnitt anders benutzen oder anders berechnen, aber das soll uns heute nicht weiter beschäftigen, sondern wir lassen auf Close und klicken auf OK. So, ist er denn bei Ihnen gut zu sehen? Ja, das soll natürlich schon sichergestellt sein, dass Sie die gleitenden Durchschnitte auch sehen können bei Ihnen zu Hause. Könnten Sie da mal ein kurzes Feedback geben? Ist das Blau für Sie gut zu erkennen? Okay, wunderbar. Dann, genau, 20er haben wir. Jetzt machen wir den 200er noch rein. So, dann machen wir natürlich farblich etwas anders. Okay. Und so sollte Ihr Bild auch dann zu Hause aussehen, auf dem MetaTrader oder Agena Trader oder welche Plattform Sie auch gerne benutzen. Ich denke, das sollte keine Unterschiede zu erkennen sein, und mehr brauchen wir wirklich nicht. Wir brauchen nicht noch hier irgendeinen Indikator hier unten, Oszillatoren oder sonstiges. Das reicht uns tatsächlich, um diese Strategie zu handeln. So, ich weiß, dass natürlich die Frage irgendwann kommen wird und auch durchaus kommen sollte. Trefferquote. Sie werden, das garantiere ich Ihnen, Fehltrades dabei haben, selbstverständlich. Aber darauf kommt es nicht an, sondern es kommt darauf an, den Trend tatsächlich dann auch mitzunehmen. Ja? Von daher, immer mein Appell an die Teilnehmer, lassen Sie sich nicht von ein, zwei Fehltrades
davon abbringen, eine Strategie, um Gottes Willen muss nicht diese sein, aber ihre Strategie, die sie selber auf die Beine gestellt haben, davon abbringen, diese Strategie weiterhin zu benutzen. Denn, also ich kenne keine Strategie, die hundertprozentig läuft oder 90% mit einem guten CRV, ja, also selbstverständlich habe ich eine super Trefferquote, wenn ich 5 Pips im Forex-Markt mitnehme, dafür aber einen Stop von 50 habe, ja, da ist die Trefferquote sehr hoch, aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja langfristig erfolgreich sein, profitabel sein, und das werden Sie durchaus erreichen können und durchaus auch mit kleinere Trefferquoten, auch unter 50%, ja, weil sie den Trend wirklich hier mitnehmen, okay, und darauf kommt es an. Deswegen ist es wichtig oder vom Vorteil, wenn Sie den Stop-Loss klein halten, ja, so wie wir es eben zum Beispiel gesehen haben hier in dem Beispiel. Ja, der Kurs ist jetzt hier, was war das? Wir können ja mal gucken, was das für ein CRV war, circa. Das war das hier. Ja. Ja, und ein CRV von 2:1. Ja, wenn Sie von vornherein sagen, okay, ich möchte das Zweifache mitnehmen oder einfach oder nur ein CRV von 1:1, das bestimmen Sie ja selbst. Aber es war möglich, ja, dass Sie dann genau jetzt hier rausgehen oder dass ich Ihnen jetzt sage, ich bin da damals hier genau rausgegangen, werde ich Ihnen natürlich nicht sagen, weil A, weiß ich gar nicht, ob ich diesen Trade gemacht habe, und B, ist das jetzt natürlich in die Vergangenheit geschaut. Aber es war möglich, ja. So, schauen wir, bleiben wir beim USD-Cut, weil der einfach schöne Bewegung gemacht hat. Jetzt zoomen wir mal ein bisschen hier zurück. Hier zum Beispiel. Schauen Sie mal. Jetzt können Sie, wir kommen jetzt in die Phase, wo wir auch andere Faktoren mit in unsere Entscheidung mit hineinnehmen können, wie zum Beispiel Unterstützungen und Widerstände. Ja? Wir haben hier eine Situation, wo der Markt, ich mache das vielleicht hier so mit, wo der Markt hier wirklich versucht hat, mehrmals dieses Level zu durchbrechen, ja? So, wenn wir das erkannt haben, schon mal ein Vorteil für uns. So, jetzt haben wir zwar hier unsere Kreuzung gehabt, ja, ein Bärisch, aber wir würden genau in den Widerstandsunterstützungsbereich hineinlaufen, was möglich ist. Und das ist ein Punkt, den können Sie natürlich auch im Hinterkopf behalten. Wenn das CRV-Verhältnis trotzdem passt, ja, wenn das Risiko des Stop-Loss in dem Fall immer noch klein genug ist, so dass Sie ein CRV von 2:1 haben oder größer, dann können Sie auch den Trade handeln. Sie können, Sie müssen nicht, ja? Sie können. Was hier zum Beispiel der Fall war. Wir haben also hier das Kreuzen gehabt. Das müsste diese Kerze sein, genau. Und dann haben wir unseren Rücksetzer gehabt nach markttechnischer Ansatz. So. Dann schauen wir mal. In dem Fall hätten wir ein CRV von 1:1 gehabt, so dass sie immer noch einen kleinen Puffer sich in ihrem Take Profit und dem Widerstandsbereich haben. Sowas ist natürlich möglich. Ja? Wenn Sie da ein bisschen Erfahrung haben, können Sie sowas sehen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, egal ob das Setup richtig oder falsch ist. Ja? Also falsch insofern, dass Sie eine bestimmte Regel haben und Sie sagen, okay, das erfüllt die Regeln jetzt nicht oder die Voraussetzung, dann lassen Sie es lieber. Ja? Handeln Sie wirklich nur Setups, wo Sie sagen, genau, das ist das, wie ich mir ein Setup vorstelle, das mache ich. Okay? So.
Jetzt sagen wir haben es jetzt nicht getradet, weil eben wir gesehen haben, hier Widerstandsbereich, das könnte genauso wieder abbrechen, wie hier schon mehrmals geschehen. Also warten wir, bis der Widerstandsbereich entsprechend gebrochen wird. Ja, Sie sehen ja, das wäre jetzt aufgegangen, ne? Hätte aber auch genauso sein können, dass es eben nicht aufgegangen wäre. Aber Sie sehen ja, wir haben wieder eine Reaktion gehabt nach oben. Von daher, wer dann dieses Setup genommen hat und gedacht hat, ja, der Widerstandsbereich ist kein Problem, geht auf jeden Fall weiter, wurde ja spätestens Break-Even, wenn derjenige da auch sein Risikomanagement auch entsprechend richtig gewählt hat, so dass er sagt, okay, CAV von 1 zu 1 erreicht, ich will jetzt keinen Verlust mehr abgeben, beziehungsweise ich werde hier nichts mehr verlieren, wäre dann entsprechend Break-Even rausgegangen. Aber wir sind etwas schlauer und warten den Durchbruch ab. Haben wir ja hier auch erreicht. Na, eine schöne Momentumkerze auch tatsächlich gehabt. 40 Pips Kerze. Und warten dann entsprechend jetzt der Rücksetzer. Bilderbuchmäßig macht er hier nochmal den Test. Ja, wer Widerstand und Unterstützungs- und Widerstände tradet, war hier ein perfektes Setup. Und Sie wissen, oder vielleicht wissen Sie es jetzt nicht, aber eine Unterstützung wird dann, wenn sie gebrochen wird, dann wird dann zum Widerstand. Hat hier wunderbar funktioniert. Und Sie hätten jetzt hier Ihren Einstieg gehabt. So, jetzt gehen wir die Kriterien einfach nochmal durch. Wir haben das Kreuzchen gehabt, alles klar. Wir haben jetzt sogar erkannt, ach hier, vorsichtig, könnte ein Unterstützungsbereich sein. Ja, war es auch, dann aber gebrochen, ist zum Widerstand geworden. Der Rücksetzer hat hier sogar mehrere Stunden konsolidiert. Ja, wer ganz wirklich den kleinsten Trendhandel wollte, hatte hier schon die Möglichkeit tatsächlich reinzugehen mit dem Stop-Loss hier oben. Ja. Aber es wäre nicht falsch gewesen, um Gottes Willen, den hier zu handeln, also den Stop-Loss hier oben. Und ja, Sie sehen ja, was danach passiert ist. Ja, solche Setups, also wirklich das hier, wo wir sagen, okay, wir schauen immer nach links übrigens, was passiert da? So. Dann hätten wir hier auch entsprechend sagen können, ja, weil wir sehen hier, das ist so ein Cluster, so ein Bereich, wo der auch von hier aus wirklich auch eine schöne Bewegung auch nach oben gemacht haben. Das heißt für uns, okay, hier müssen wir eventuell aufpassen, dass der Kurs ja, hier auch wieder abprallt oder nochmal reagiert, was wir auch gemacht haben. Sie sehen ja hier, immer dieses Hoch, Runter und klebt praktisch in diesem Bereich hier. Nichtsdestotrotz schauen wir mal, wenn wir den Trade eingegangen wären. Also schauen wir mit dem kleinsten Trend hier an. So, mein CRV-Messer hier geht nur bis zweifachen. Ich füge mal schnell ein paar hinzu, ohne den Preis jetzt da anzeigen zu müssen. Das ist so 300, also den Dreifachen. Ja, und bis zu diesem Bereich hier wäre der Vierfache möglich gewesen. Ja, und gut. Wie gesagt, jeder entscheidet selbst, wer sagt, geht auf jeden Fall durch. Der kann natürlich drin bleiben. Der andere Trade schauen wir uns natürlich auch an. So, da hätten Sie ein CRV von 2 zu 1 gehabt. Okay. Also Sie sehen, das ist ja kein Hexenwerk, einfach Geduld zu haben und wirklich genau sich den Chart angucken. Immer wichtig zu schauen,
was ist in der Vergangenheit passiert. Also zoomen Sie ein bisschen raus, schauen Sie, okay, was ist hier in dem Bereich passiert. Wenn wir das hier gesehen haben, dann hätten wir hier irgendwo eventuell unser Ausstieg dann gewählt. Was könnten wir mit dem Stop in der Zwischenzeit machen? Ja, ich würde sagen, einfach nachziehen. Ne? Wer sich ein bisschen mit Markttechnik, Markttechnik, mein Gott, das war kein schwieriges Wort eigentlich, aber es wollte einfach jetzt nicht raus. So, dann können Sie den Stop markttechnik nachziehen, ja, Trend handeln. Und dann macht er hier nochmal ein Tief, so dass Sie auch dieses hier nehmen könnte, dann nochmal als Sprung, weil Sie können, hätten den wählen können. Na, komm hier. Ich guck mal eben, ob meine Einstellung hier ist eigentlich drin. So, ja, ist es denn? Der will nicht. Dann, weißt du was, mache ich 9. So, wir hätten den hier hinlegen können, ja, und nachdem der gebrochen wurde hier, dann Trend in Trend, dann nochmal den kleinsten Trend nehmen können. Dann wären sie hier ausgestoppt worden. Okay? Wenn, wie gesagt, Ihre Entscheidung, ob Sie dann diesen Bereich hier berücksichtigt hätten oder nicht. Aber wäre rein technisch korrekt gewesen. Gut, dann schauen wir uns weitere Charts an. Was gerade jetzt passiert. Haben Sie noch eine Frage? Sie sind so still heute. Deswegen, wie gesagt, ich interpretiere das als positives Zeichen und mache dann entsprechend weiter. Schauen wir uns einfach mal die Charts mal an. Was wir hier durchaus jetzt an Situationen haben. Rauszoomen, schauen, okay, wie sieht der Chart aus? Boah, hier, wo kommen wir her? Von da unten, dann hier hoch, von da oben, dann hier eher wieder aufwärts gerichtet. So, jetzt kommen die Fragen doch rein. So, gibt es nicht eine dreifache EMA-Strategie, wie bei Mario Kofler? Ja, klar, gibt es auch. Also, wenn Sie zum Beispiel, schau mal, ob der hier drin ist. Genau, wenn Sie hier den Alligator nehmen, dann ist er, glaube ich, besteht auch sogar aus drei gleitenden Durchschnitte. Das ist natürlich hier überlagert. Ich mache mal einen neuen Chart auf. So. Ja, das wäre zum Beispiel, könnten Sie auch mit diesem Indikator arbeiten. Oder Sie fügen noch eine EMA dazu, die noch kurzfristiger agiert, wie zum Beispiel 8er EMA oder 5er EMA. Das gibt es alles, ja, durchaus. Okay, wir machen hier weiter. Also, ja, Sie sehen ja, das ist so auch so etwas hier so hin und her. Ne? Lassen wir diesen Faktor jetzt erstmal weg. Also die größere Zeiteinheit oder größeres Bild wird einfließen zu lassen. Das können Sie sich überlegen, ob Sie das entsprechend für Ihr Trading übernehmen möchten. Wenn wir uns den Tageschart hier angucken, dann könnte man durchaus sagen, dass wir jetzt auch wieder ein bisschen doch eher ja, nach oben eventuell wollen, wobei es hier noch nicht ganz klar ist, und wenn wir uns ein bisschen wieder rauszoomen, dann sehen wir, dass wir eigentlich immer noch short sind, bis wir eventuell, ja, das ist natürlich hier ein entscheidendes Level, ja, wenn Sie den kleineren Trend im Tageschart nehmen, dann wäre natürlich dieser Bereich schon entscheidend gewesen und wir wären tatsächlich wieder in den
Modus, wo es nach oben gehen könnte. Wenn Sie intraday agieren möchten, wobei das beim 1-Stunden-Chart ja eigentlich eher nicht die Voraussetzung ist, also da wollen Sie ja schon, ich sag mal, 1, 2, 3 Tage im Markt bleiben, wenn Sie in der Regel in dieser Zeiteinheit agieren. Aber wenn Sie auch hier das Kreuzen als möglicher Faktor nehmen, dann sind wir durchaus wieder in dem Bereich, was ja in dem bullischen Bereich, ja, was das Ganze hier unterstützen würde. Okay, bedeutet, wenn wir wieder in den 1-Stunden-Chart wechseln, zoomen wir raus, betrachten wir einfach nur unsere Strategie, also ohne jetzt weitere Berücksichtigungen. Und hier war das Kreuzen, wir hatten einen Rücksetzer und dann markttechnischer Ansatz, ja, 1, 2, 3, dann haben wir hier einmal, dann ist hier nicht signifikant durchbrochen worden, also würden wir tatsächlich dieses hier nehmen. Wenn Sie sich dafür entschieden hätten, dann muss man auch ehrlicherweise sagen, hier schon Ihr Limit zu setzen zu wollen oder Ihr Stop bei Order, je nachdem, ob Sie tatsächlich das gemacht hätten, dann wären Sie hier eventuell schon ausgeführt worden und dann in dem Bereich dann einmalig ausgestoppt worden, aber hätten dann auch wieder einsteigen können, ne? Wie gesagt, Trefferquote. Da wäre der Einstieg gewesen und wir wären jetzt in dem Markt drin, beziehungsweise wer sich dafür entschieden hat, ein CRV von 1 zu 1 zu nehmen, wäre jetzt entsprechend schon im Ziel gewesen. Ja? Und wer jetzt gerne oder wer weiter drin geblieben wäre, ist, um eben den Stop-Trend folgend nachzuziehen, der ist entsprechend noch drin, weil wir hier noch kein neues Hoch gemacht haben und wir den Stop hierhin noch nicht versetzen können. Aber ich muss Ihnen sagen, ich persönlich würde jetzt hier eher nicht in den Long-Bereich gehen, weil wir auch hier natürlich eine sehr starke Bewegung nach unten hatten. Und wenn wir uns das Ganze mal angucken, ja, also es ist hier kein schöner Markt, ja, um jetzt long zu gehen. Da gibt es bessere. Und das schauen wir uns mal an. Wie das Pfund zum Beispiel. So. Genau. Und schreibt auch hier ein Teilnehmer. Heute Abend und auch morgen sind ja auch noch wichtige Entscheidungen, die noch anstehen. Zinsentscheid heute Abend auch im neuseeländischen Raum. Da können es natürlich ja, irrationale Bewegungen stattfinden. Deswegen sollten Sie insbesondere bei Währungen, je nachdem, was für Termine anstehen, durchaus berücksichtigen und auch mal ja, das Ganze einfach nur sich angucken und aber nicht zu handeln, ja, weil das sind Bewegungen, die kann man einfach nicht einschätzen. Deswegen da lieber sagen, okay, dieses Währungspaar werde ich heute nicht handeln oder auch selbstverständlich auch den DAX, wenn Zinsentscheid bevorsteht, dann sagen, okay, den DAX lasse ich heute mal in Ruhe. Soll er machen, was er will. Wenn er sich wieder beruhigt hat, dann ist das wieder ein Kandidat für mich. Ja? So, schauen wir uns hier das Pfund nochmal an. Wir sind ja, im Tageschart. Okay, ich muss mal hier meine Historie neu laden, sehe ich gerade. So.
ja, eher, also jetzt in den letzten Monaten eher Short eingestellt, ja. Also schauen wir lieber nach Shorts, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, also lieber insofern nicht, weil ich besonders gerne Shorts handle, wobei das tue ich, weil einfach die Bewegung in der Regel schneller ist. Aber einfach weil die Wahrscheinlichkeit eher auf der Short-Seite ist als auf der Long-Seite. Okay. Und dann haben wir hier, gehen wir einfach unsere Sachen, unsere Voraussetzung für die Strategie nochmal durch. Wir hatten hier ein Cross von der 20er und 200er. So, dann schauen wir hier. Ist das jetzt hier, wäre es jetzt klug gewesen, hier Short zu gehen? Wenn wir uns, ich sage mal, im kurzfristigen Bereich diese Bewegung hier nach oben sehen. Ja, eher nicht. Ja? Deswegen eher nicht, würde ich behaupten. Und das hat der Kurs dann uns auch gezeigt, dieses eher nicht. Ja, schön hier abgeholt und dann nochmal nach oben. Auch wenn er im Nachhinein die Tendenz richtig war, aber das war einfach ein zu früher Einstieg. So, was können wir jetzt nochmal uns angucken oder berücksichtigen? Ja, welches Tief ist hier oder sticht signifikant hervor? Dieses hier, ne? Weil von hier auch nochmal diese schöne Bewegung nach oben oder der Startpunkt dieser schönen Bewegung war. Also warten wir doch einfach ab, dass dieses Level hier, dieser Bereich gebrochen wird. Und dann gucken wir, ob wir da entsprechend ein Setup finden. Was sagen Sie, unsere EMAs? Ja, die sind immer noch im bärischen Modus. Und was noch dazu kommt, ja, ich hatte diesen Punkt ja als Definition drin. Stärke des Trends. Schauen Sie mal, wie der gleitende Durchschnitt hier uns visualisiert. Ich meine, das hätten Sie auch hier mit der Kerze sehen können, ja, mit den Kerzen. Es ging ja einfach nur runter. Ob das jetzt fundamentalbedingt war oder nicht, interessiert uns an dieser Stelle nicht. Ja? Und die EMAs gehen schön auseinander. Also eigentlich für uns, wenn wir diese Strategien nutzen, eine Traumsituation. So, der Bereich wird gebrochen oder dieses Level wird gebrochen, kommt nochmal hoch, Korrektur. An diesem Punkt hier würden wir hier schauen, dass wir hier reinkommen würden. Aber was macht der Markt für uns? Ja, der sagt sich, heute schenke ich dir was. Und macht hier nochmal eine schöne Bewegung. 1, 2, 3. Und gibt hier Trend in Trend. Gibt uns hier die Möglichkeit, na, günstiger einzusteigen und unser Risiko noch weiter zu minimieren. Wären also hier der Einstieg. Wir hätten hier unser CRV von 1 zu 1 erreicht. Dann mal schauen, was er macht. Wir können mal gucken, was rechts, was links von uns ist. Wir haben hier wieder ein signifikantes Tief, könnten wir eventuell als Ziel nehmen. Selbstverständlich. Also Sie sehen auch hier dieses Tief hier, ne, war letztendlich auch nur eine Folge von mehreren Versuchen, entweder von oben nach unten oder von unten nach oben. Sie sehen, das war einfach wirklich hier ein starker Bereich. Und auch hier sehen Sie, das wird auch ein starker Bereich sein, wo zumindest eine Reaktion zu erwarten ist. Ob die Reaktion am Ende so aussieht, ja, mal ganz krass eingezeichnet, oder ja, vielleicht mache ich das mit dem Stift hier. Wähle aber eine andere Farbe aus. So. Oder ob der jetzt hier so hin und her dümpelt, ja, oder einfach nur das macht, das wissen wir nicht. Deswegen schauen wir, wie unsere Wahrscheinlichkeiten sind oder versuchen, diese eben auf unsere Seite zu bringen. Und ich denke aber, wenn Sie jetzt dieses Setup
genommen hätten, dann hätten sie hier ein CRV von 3 zu 1, ja, bis zu diesem Level. Ich denke, da kann man nicht drüber meckern. Ja? Gut, ja, die Zeit ist schon fortgeschritten. Wenn Sie Fragen haben, dann bitte jetzt. Ansonsten hoffe ich, dass ich Ihnen ein bisschen die Strategie, die jetzt von den Bestandteilen her ja wirklich ja, kein Studium verlangt. Ja? Also wir benutzen zwei gleitende Durchschnitte und beachten trotzdem weiterhin den aktuellen Kursverlauf oder was der Markt uns gerade ja, sagen möchte oder angibt, in welchen Phasen wir uns befinden. Ja, das ist wichtig, dass wir können bestimmte Informationen visualisieren mit den Indikatoren, insbesondere hier mit den gleitenden Durchschnitten, aber die wichtige Entscheidung ist immer noch hier der Kurs, ja, die Kerzen und wo wir uns befinden, ja, Standortbestimmung. Okay, also wenn keine Fragen sind, dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie wirklich so zahlreich erschienen sind und mir gespannt zugehört haben und nicht schon nach den ersten 5 Minuten geflüchtet sind. Hat mich gefreut. Und ich wünsche Ihnen natürlich einen schönen Abend. Wie gesagt, die Strategie ist eine Strategie, die ich benutze, müssen Sie selber für sich entscheiden, ob Sie das Ganze anwenden möchten oder nicht. Und wenn Sie das tun, dann vergessen Sie den Risikohinweis nicht. Machen Sie auf eigene Gefahr. Ansonsten wünsche ich Ihnen auch, ja, vielen Dank, wünsche ich Ihnen auch natürlich einen wunderschönen Abend. Vielleicht kriegen Sie ja noch ein paar Sonnenstrahlen ab. Ich werde es zumindest versuchen. Und passen Sie auf Ihre Positionen auf. Viel Erfolg weiterhin und bis zum nächsten Webinar. Tschüss.